Yeah. Oh. Stop. Guten Morgen, Leute. Morgen. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Guckt euch das mal wieder an. Was sagt ihr dazu? Mega, sag ich dazu zumindest. Schnell Frühstück abfassen und dann geht's los. Snoop, Snoop, Baby. Heiß bin ich. Ja? Auf dem dicken Snoop. Heute wird der Tag sein, wo wir das erste Mal so ernsthaft richtig auf Snoop angeln. Auf die Maschinen, die wir da im Hafen gesehen haben. Ich hoffe, wir fangen die auch sozusagen in freier Natur. Gut, jetzt müssen wir nur noch verklickern, dass wir keine Redfish fangen. Keine Redfish, keine Forellen, keine Meerischen, keine Manatees, auch sonst nichts anderes. Nichts, wir wollen nur Snook. Welcome to Tampa Bay. So much Snook. Welcome to Tampa Bay. Hört ihr das, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Wundervolles Stück Liedgut. Ich muss dir wirklich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Snook gesehen, also in live. Nee. Wir haben ja schon welche gefangen in Kuba, auch schöne. Aber das ist 100 wow. Meter Fisch, ey. Wie hieß denn mal die Seite mit diesem Captain? Qualified Captain. Qualified Captain. Wow, guck mal. Ja. Hallo. Hi. Ist das unser Captain? Am Ende ist unser Captain, ja. Mega. So, jetzt kommen sie alle an, weil jetzt gibt es Fressi wahrscheinlich. Mhm. Ich habe gerade gehört, die haben was gefangen. Wollen wir mal gucken, was sie gefangen haben? Ja, dann wissen wir ungefähr, was uns erwartet. Ja. Machen wir. Heimlich. Machen die Handy weg. Wir sind in Amerika. Spaß. Sehen sie alle. Leute, die kreisen hier wie die weißen Haie, Pelikane und die Snooks und warten hier auf die Fischabfälle, ey. Die sie alle gucken, wa? Die kleinen Mäuse. Da macht's auch spannend, ne? Aber ich muss ja jetzt sagen, davon werden die jetzt nichts als hier, von dem, was die da gefangen haben. Okay. One minute. Okay, wir müssen noch unser Zeug aus dem Auto holen. Ja, ich glaube, die warten schon, sind schon heiß. Aber wir müssen erstmal mit denen reden ordentlich. Erstmal gibt es eine Ansage vom Boss. Dass wir quasi nicht hier sind, um kleine Trout zu fangen. Dass wir richtige Angler sind, nicht hier irgendwelche Touristen oder so, sondern richtige Angler. So, wo sind wir eigentlich hier? Little Harbor Fishing Fleet, passt, Premier Guides, Fishing Charters. Sieht gut aus. I hope you guys carry some stuff down. Guck mal, und hier steht quasi Snook an erster Stelle. Mega! What's up, guys? Hello, German. Is that a donation? Do we get to keep all that? All of it. Oh, Leute, warum fahren wir überhaupt raus? David, Rocky, those are nice, man. Well, we'll see. Very nice. So, Leute, es geht los. Wir sind hier in Tampa Bay. Tampa Bay, wo sind wir eigentlich? Little Harbor Resort. Yeah. Tampa Rocky, Fishing. Tampa Bay Fishing Charters Incorporated. Und die führen uns jetzt raus. Die haben es geklärt. Die meinen absolut kein Problem. Alles cool. Wir können Snook fischen gehen. Yeah. Okay. Das wird so geil. Is this work? It's work. Looks like Snook Area. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier, weißt du, schön Mangroven, ja. Da drunter stehen ja, ne, wenn die Flut jetzt hochkommt. Ja, Mann, voll geil. Er hat schon welche gesehen, Leute. Okay, also wie ist der Plan? Wie angeln wir die jetzt? Ich vermute mit Gummifisch, wenn wir dürfen. Wenn, ja? wenn wir dann nichts fangen, dann werden wir wahrscheinlich gezwungen, einen Köderfisch ranzuhängen. I mean, do you guys want to use artificial? You want to, if it's possible? Yeah, you're more than welcome to use it. It doesn't bother me. Maybe we give it a try. Yeah, yeah, absolutely. Yeah. Easy. Leute, should I stop it? No, don't stop. Very strong. Oh, Leute, er macht richtig Druck. Okay, Victor! Stop! Alter, eine Minute. Das ist eine Angelei. Okay, ich glaube, der macht auch ganz schön. Also, keine Ahnung, wie ein Snook sozusagen reagiert, aber Alter. Du wolltest ein Snook, hier ist dein Snook. Ja. That's a good one. It's a good one. He said he wanted a Snook, there it is. Boah. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Und zack. Yo.
Victor. Na, wie habe ich das gemacht? Good job, man. Okay. Da haben wir ihn. Das ist mein erster. Der erste Snook. Schön gemacht. Guter Mann. Yo! Ja, Mann, sieht richtig gut aus. Sieht aus wie ein Thunder, ne? Vor allem du siehst auch gut aus. Danke, danke, danke. Okay. Mega! Zurück, oder? Alright. Okay. Alter, sind die geil aus. Ja, Mann. Wow. Wow. Okay, Diggi. Das ging mir nicht so schnell, ehrlich gesagt. Ich wollte erstmal in Ruhe, wie immer, erstmal kurz. Can I stand on here? Ja? Der nächste, Leute, David hat ein. Mega! Oh, das geht wohl. Es geht, wie es geht. Das ist der absolute Wahnsinn. Alter, das ist ja krass. Oh! Ich glaube, wir werden heute noch den ein oder anderen mehr fangen dürfen. Ich denke an Mangrove. Die kämpfen ganz schön doll, wa? Die nehmen voll ab. Eigentliche Snook sind eigentlich die geilsten Fische, die es gibt. Die springen wie ein Tarpon, die beißen wie ein Zander. Und sie schmecken gut. Ja? Ja. Die machen alles richtig. Er ist böse. Man ist angry. Ja. Und im klaren Wasser, wa? Und. Yes. There we go. Gut gemacht, David. Hey dir. Kein Problem. Voll easy, Mann. Snook-Angel. Kann ich halt. Leute, mein erster Florida Snook. Ich bin begeistert. Guckt sie dir an. Was für schöne Fische. Wow. Richtig kräftig auch. Ein Traum. Oh, und wirklich. Richtig geile Fische. Hier. David. Ja. Aber ich meine, so ein natürlicher Fisch, der glitzert ja auch, weißt du? Ja, fuck. Ah, fuck. Is that the same as our fuck? Ja, the same fuck. Okay, I'm on. Ja. Endlich. Ja. Juppie. Da ist er, Leute. Leute, yippie, der nächste auf einen Unterwasser-Stickbait. Alter, das ist geil. Oh, Junge, ist das überhaupt einer? Nee, ist ein anderer. Ist ein Ladyfish, oh what? Endlich mal Ladyfish. Look at me. Aber ein guter, oder? Big one. Hey Victor, you got a big one? A big one, yeah? Is it big? For a ladyfish for here, yeah. All right. They do get a lot bigger than that, but not here. Okay, Leute, habt ihr gehört? Die gibt's nirgendwo auf der Welt. Spaß. Leute, der nächste. Ah, scheiß ab. Ah. Have you seen it? Was it a snook? Yeah? Geil, Mann. Also da sind mehrere, glaube ich. Ich kann mich auch täuschen. Die könnte auch ein Stock sein. Jeder Ast sieht auch wie so ein Snook. Ja, genau. Ich sag mal dahin dreimal, er so, no, it's a branch. Oh, okay, sorry. Okay, so Snook are here, this is the end of it right now. Ja, Fisch, ah! Ey, was für ein, ich hab's dran, Leute. Okay, Leute, das war ja mal geil auf jeden Fall. Hier waren ein paar Snooks. Wir wechseln aber jetzt den Spot. Die Kuchen fahren noch hier rum, aber die haben sich nicht für unsere Köder interessiert, komischerweise. Naja, wir hatten schon ein paar Bisse. Bisse auf jeden Fall, oder ja. Auf Gummi, als auf Hardback. Ah, wir kriegen das auch raus. Wir knacken den Code, glaube ich, heute. Klar, Mann, oder? Okay, Leute, wir fahren jetzt hier in so einen Kanal hier rein. Sieht aus wie so ein Mangrovenkanal. Ein Snook-Kanal. Ich möchte noch ein, zwei normale fangen und dann möchte ich einen großen fangen. Wie sieht es bei dir aus? Also ich halte mal mit den Worten von Michael Standor, alles unter 60. Ist für mich Bait. Ich glaube jetzt hier in diesem Mangroven nehme ich so einen Softjerk mit Offset-Haken. Mach das, ja. Ja. Super Idee. Ich nehme einen Dude, wie immer. Ja? Übermut tut selten Dude. Aber hier angelt wirklich jeder, oder? So we're gonna be working all of this cove in here, guys, all the mangrove line, and then the mangroves over here behind us as well. Mm-hmm. Okay, David, bist du ready? Ja. Das sieht für mich nach Snook-Revier aus. Ja, all right, let's go. Let's go. Was nimmst du?
Okay, ich werde einen Wilson nehmen. Gute Idee. Und den rumzupfen, wie so ein totes kleines Köderfischlein sieht der dann aus. Sehr gute Idee. Okay, Leute, ich nehme jetzt mal hier so den hier. Obwohl ich glaube, dass ein Nosehook geiler wäre, glaube ich. Gut. Ja, ah, sofort Biss gehabt. Ja? Ja. Jawohl. Yes, Leute, da ist er aus der Mangrove rausgezuppelt. Yippie. Ja, Victor. Leute, da ist er. Oh, ein guter. Wie aus der Mangrove rausgezuppelt. Naja, ein guter. Ja. Sagen wir mal, ein mittelguter. Oh, Victor. Oh. Snook. Ja, man, baby. Here we go. Have you ever seen such a big snook? No, war die Antwort. Hat mir zwar wieder mein Gummi geklaut, aber ist okay. Wir haben ja Gott sei Dank genug dabei. Und wir sind ja auch abbaubar biologisch. Ja. Ich sag mal, hier in Amerika ist es auch ein guter Ton, dass man sehr viel Plastik ins Wasser schmeißt. Weil es baut sich ja ab. Haben wir ja gelernt, ne? Genau. Schönes Ding. Wunderschön. Sind das schöne Fische. Ja, ne? War noch nicht die Größe, aber ist ja egal. Seiten. Die Angelei macht ja so Spaß. Dieses direkt immer zum Ufer genau in die Mangrove schmeißen. Ne? Great job. Und, jawohl. Oh. Okay, der ist wirklich sehr klein. Aber Fisch, auf jeden Fall. Da hinten war ein großer, hast du gesehen? Boah. Direkt unter dem Busch, ja. Yes. Ich glaube, die sind relativ... Wow. Oh, shit. Schön, ne? Ja, der war... Aber Bisse gibt der schon mal, ne? Ja. Also so richtig klug scheint die nicht zu sein. David! Jawohl! Wieder ein. Habe ich das gut gemacht? Hui, oh, ein guter diesmal oder was? Wow! Gut gemacht, ne? Ja, Mann! Ja, kein Problem, Baby. So kenne ich dich. Die haben echt Kraft, ey. Also, die wollen immer in die Mangrove rein. Wie ein Zander zu Hause, vom Look her. Ja. Mischung aus Zander und Hecht. Ja. Aber irgendwie richtig stark halt, ne? Ja. Starke Fische. Ja. Wow, ein Traum. Ein geiles Maul eigentlich auch, ne? Ciao, ciao, ciao. Baby, Ritchie. Lecker. Let's see what we got. Oh, da war einer, Leute. Den hole ich mir. Pass mal auf, du. Boah! Okay, komm. Hast du einen? Nee. Ich hab das gerade auf. Aber ich glaube, der sieht auch mega gut aus. Okay, komm. Oh, Fisch on, ja? Ach, gucke. Diggi. Voll easy, mein David. Ich hab wieder einen. Herrlich. Herrlich. Pose diesmal. Mit Pose. Kleiner mit früher, du. Ich kann alles. Pose, ohne Pose. Papagok, ohne Papagok. Alles. Wow. Oh. Diese kleinen für Kraft. Es ist wirklich pervers. Es wird die Böse. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie nachher der Fisch im Hafen abgehen wird. Wow. Hier so eine Maschine. Johnny, danke. Ich denke, ein weiterer Snook dem der Tampa Bay entrissen. Was sagt ihr dazu? Habe ich das gut gemacht? Mega, wie du angeschlagen hast. Danke. Wie ein richtiger Profi. Dankeschön, ehrlich? Ja, kann. Danke schön. Well done, Baby. Oder? Der Snook kann ich gar nicht halten, Leute. Wisst ihr doch. Ich meine, sind die abgezählt im Hafen? Ich glaube, wenn der Große zählt. Genau. Mein Name. Yes! Boah, Alter! Krass! Also, nach dem Anschlag, Alter, geht die Bremse einfach so krass. Wie die kämpfen, ey, ist ja der absolute Wahnsinn. Wow! Alter! Geil!
Okay, Victor. Oh, schon ein schöner jetzt. Ja, nicht der 10-Pfunder. Sie werden größer. Oh, der nächste, Leute, hier, wir haben Hotspot. Einer nach dem anderen. Wir haben einen richtigen. Einen richtigen Ding. Mega. Was denn? Jawohl. Ja. Oh. Schnuck, Baby. Oh, er hat auch einen. Aber er angelt, hat dann auch eine Pose. Klappt hier alles, ey. Thank you. Yeah. Oh, Alter. Stop, 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 stop. Die wohnen richtig in den Mangroven. Wie dicht der Mann ran geht, wa? Okay, ich denk, ja, jetzt. Ah, fuck's gone. Nein! Der war groß. Oh, der war groß. Ich konnte ihn nicht halten, hast du ja gesehen. Ja. Der ist innen rein, direkt in die Dings rein. Ja. Ja. Oh, okay. I stop him. I'm going to shoot again. Wow. Oh, hast du gesehen? Richtige Maschine. Ich glaube, das ist mein größter heute. Das verschlägt selbst den Amis die Sprache. Oh. Bei den anderen gerade, der ist in den Wald gegangen, aber der, den konnte ich, habe ich hier richtig festgehalten. Der wollte nämlich auch dahin. Habe ich gesagt, nee. Diesmal nicht. Danke. Oh, Baby! Oh, what? Richtige Monsterzeit. Oh, ist ein guter. Ist ein richtig guter. Ja? Ja. Have you seen such a huge snook ever? Oh. Alter, fettes Teil, fettes Teil. Yeah. Yippie! Oh, ja, ganz schön. Wow! Victor wieder! Guter Mann! Richtige Maschine. Der passt kaum raus, gut. Sehr gut gemacht. Schönes Ding, ja. Danke. Oh, das ist ein guter? Ja, Mann. Alter, okay. Jetzt habe ich ihn schön. Jetzt habe ich ihn schön. Oh, jetzt habe ich ihn schön. Ja? Yeah? Ja. Jens. Luke Abbott. Das ist herrlich, Leute. Nummer. Oh. 20, 30, keine Ahnung. Der hat seinen letzten Hups gerochen. Da kommt er. Oh. Wow. Der ist schon gut, ne? Das ist schon eine richtige Maschine. Ach, die sind so schön, diese Tiere. Sind die besten in Deutschland. Ja. Herrlich, ne? Ja. Schön. Geht, wa? Der ist richtig böse. Junge, Junge, Junge. Ob ich den kriege? Boah, der ging so ab gerade. Er hat mal eben 20 Meter und dann. Glaubst du, ich schaff das? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Alter, die Route ist krumm. Der bockt richtig. Ein Traum wird wahr, 3.0. Oh ja, oh ja. Ist das überhaupt zu? Glück. I don't know. Geh, okay, hol ich mir. Holen wir. Ja, Mann. Hast du ihn schon gesehen? Nee. Die werden größer langsam, ne? Ja, Mann. Gut. Hey, ist das Glück? No. No, it's not. No, it's Jack or what? No. It's a Bluefish. Bluefish? Yeah, I don't know. Yeah. Jack? Wow. Deswegen geht er so auf. Jack, das erste Mal, dass wir einen Jack fangen hier auf unserer Reise. Jawohl, ein Jack, Alter. Na, wie habe ich das gemacht wieder? Wahnsinnig gut. Also, der Jack kam echt, echt Power, wa? Ja, krass. Und das ist der Jack. Zack. Jawohl, wieder ein. Ritsch, Baby. Wow. Du alter Jackverhafter, du. Ja? Wow. Ja, Leute, ihr kennt sie und ihr wisst, wo sie viel größer werden. Aber der schreit wie ein Großer, ne? Ich mag sie gern. Ja, und die gehen so ab, die also echt, echt die Beste. Ja. Ich liebe sie. Wow. Okay. Schön, ne? Gut. Ja. Und das ist der nächste. Auf, boah, ein good one. Hat's gone? Oh, auf die Streu, ey. Einer nach dem anderen, ey. Und? Absolute Verstörung. Ihr werdet richtig geslayed heute. Ja, Mann. Heute ist Slay Day angesagt. Heute ist Slay Snoop Day. Die Fritze backen, Leute. Easy. Kommt alle her, Mann. Tampa Bay. Ja, da könnt ihr richtig Snooks rocken. Ein erneuter Weltrekord. Schön, ne? Schön in der Sonne glitzern und so, ne? Ja.
Hallo! How are you? Leute, das ist kein Gartenzwerg, der ist echt. Der ist gerade hier angeflogen gekommen. Oh, guck mal, wie süß. Das ist George. It's George. Hier, wir haben kleinen Deadbait. Come on here. Aua! Willst du dich streicheln? Oh. Das war ja süß, George. Ey, so geil. Mega. Leute, einfach auf den Steg raufgefahren. Okay, Leute, ich habe hier ein paar tote Köderfische. Leute, feeding frenzy. Oh. Alter, Maschinen hier. Da kommen sie, die Maschinen. Boah. Bam. Boah. Geil, Mann, ey. Komm, und hier ist noch eine. Komm, komm, komm. Er nimmt die nicht. Den nimmt er nicht, doch. Er nimmt die nicht. Was? Ja. Sein Ernst? Ja. So ein Geräusch, das wünscht man nicht als Angler, wa? Ja, das ist ein schönes Geräusch. Oh, man. Thank you. Good job today, guys. Thank you. Ja, haben wir Flugs gefangen, das war ein Alter, Zerstörungsalarm. Haben wir ganz gut gemacht, denke ich. Nicht blamiert. Nö, die haben schon gesagt, also die hatten schon schlechtere Gäste an Bord. Ja. Thank you, guys. Thank you. Bye. Enjoy the rest of your stay. So, das hat Spaß gemacht, ne? War schön, hat Spaß gemacht. Kurzweilige Angelei. Viele Bisse, 1, 2, 3, etwas bessere. Nicht ja. Der 10 Pfund wie hier aus dem Hafen. Ja, leider. Nicht so schlimm, aber gibt's ja hier. Ja. Na gut, da werden ja auch nicht so viel Zeit eigentlich. Ich meine, einen halben Tag, ganz ehrlich, da kannst du auch nicht erwarten, dass du sofort immer die großen Dinger fährst. Das waren 3 Stunden jetzt oder so. Ja, also ein Vierteltag. Davon sind wir eine Stunde rumgefahren. Also war schon okay, war schon gut.